Hallo und herzlich willkommen auf dem Acker, denn im Wald gibt es das selten. Also gibt es auch, aber deutlich seltener. Nämlich Misteln. Oh. Tschüss. Ja, nee, die Mistel. Wollte ich ursprünglich mal machen für ein extra Video, hab's dann wieder vergessen. Bin heute zufällig dran vorbeigelaufen, also drüben im Schlosspark. Drüben im Schlosspark, das da hinten. Und da jetzt im Schlosspark schlecht filmen ist, ohne dass man gleich Zuschauer anlockt, dachte ich mir, ich nehme doch die Wiese eher draußen, weil da gibt es die Teile auch. Und ich habe jetzt auch schon diverse Fotos, teilweise auch mit Teleobjektiv geschossen. Werde euch die immer mal wieder einblenden, was ja zum Habitus, zu Bäumen, die halt mit Mistel befallen sind, vielleicht ganz gut passt. Ist aber zum Angucken nicht erforderlich, weil ich ja praktischerweise ein bisschen absägbare Exemplare gefunden habe. Mistel wird nicht sehr stark hölzern, ist aber eine Holzpflanze und demzufolge, ja, absägen macht Sinn. Abschneiden hätte jetzt bei dieser Dicke einfach so mit dem Messer runterschneiden nicht mehr funktioniert. Man kann sie aber auch gut brechen. Diese Ansatzstellen hier von den Zweigchen, die sind sehr porös und seht ihr? Also abbrechen funktioniert sehr, sehr gut, weil ja, Mistel bricht leicht. Gut, folgendes. Mistel, Entschuldigung, jetzt auch wieder scharf, ist ein Halbschmarotzer, also ein halber Parasit, sagt man immer so schön. Ne? Die Forschung ist gerade dran, das intensiv zu untersuchen, inwiefern Mistel wirklich nur ein halber Parasit ist oder ob sie auch ein ganzer Parasit sein könnte. Ja, was ist jetzt ein halber Parasit im Vergleich zu einem ganzen Parasit? Also bei einem Vollparasiten gehen wir davon aus, dass der sich alles, was er zum Leben braucht, von seinem Wirt holt. Bei einem Halbparasiten gehen wir davon aus, dass er sich nur einen Teil von dem, was er so braucht, von seinem Wirt holt. Und im Fall der Mistel ist man eben ganz lange, hat man gedacht, das wäre bei der Mistel eben so, dass die den Baum anzapft, auf dem sie sitzt, für Wasser und Mineralien, ne, die mit dem Wasserstrom nach oben fließen. Spannend ist, nachdem man das Ganze jetzt mikroskopisch mehr untersucht hat, den Mistelbefall und den Vorgang des Mistelbefalls, und ich werde euch das noch ein paar schöne Bildchen zeigen können, habe ich nämlich praktischerweise welche, die ich verwenden darf, im Internet gefunden und das auch noch ausführlich erklären. Aber das Spannende ist halt eben, die Mistel befällt nicht, obwohl sie ja angeblich nur Wasser und Mineralstoffe parasitiert, befällt sie trotzdem nicht die Wasserleitung für Wasser und Mineralstoffe, sondern sie befällt die Assimilatwasserleitung im Baum. Ne? Also die Wasserleitung, wenn man so möchte, die sowohl natürlich Wasser enthält, weil in irgendwas muss ja transportiertes Zeug transportiert werden, dann auch ein gewisses Maß an Mineralstoffen enthält, die runter transportiert werden sollen, wenn oben mal gerade zu viele sind und so weiter und so fort. Nicht allzu viele Mineralstoffe sind da drin, aber es reicht. Und drittens enthält sie auch den Zucker aus der Photosynthese, also die Photosyntheseprodukte sozusagen. Ne? Also es ist ja nicht nur Zucker, sondern auch alles, was daraus dann quasi gleich gebaut wird. Zucker ist ja nur das Primärprodukt. Und in diese Leitung schaltet sich die Mistel rein und da nimmt sie sich raus. Tja, und das weiß man jetzt eben noch nicht so genau. Entweder nur Wasser und Mineralstoffe oder halt eben auch den Zucker. Weil wenn sie schon in dieser Leitung drin ist und nicht in der Holzleitung, also in der Leitung Xylem, die wirklich keinen Zucker enthält, also so gut wie überhaupt keinen, dann ist halt die Frage zu stellen, ja, wenn sie schon da drin sitzt, warum soll sie dann nicht auch noch Zucker da rausnehmen? Man hat lange Jahre gedacht, die Mistel würde mit Zucker nichts anfangen können, beziehungsweise den Zucker der Wirtspflanze nicht anzapfen, weil sie selbst ja grün ist und sie selbst nachweislich auch Photosynthese betreibt. Und wenn sie ja selbst Photosynthese betreibt, dann braucht sie ja nicht die grüne Blattfläche vom Wirt, um an Zucker zu kommen.
Das war so die große Überlegung. Und jetzt vermutet man dann halt aber doch, dass es sich bei der Mistel vielleicht doch auch um einen Vollparasiten handelt, auch wenn sie zusätzlich noch selbst grün ist. Bei den meisten pflanzlichen Parasiten ist es nämlich so, dass die dann gar nicht mehr grün sind. Das sind dann die einzigen nicht grünen Pflanzen, wo man sich dann streiten kann, ob es überhaupt noch eine Pflanze ist, weil grün sein die primäre Eigenschaft einer Pflanze ist. Aber da es sich zweifellos zum Beispiel um eine Orchidee handelt, die ja auch als Orchidee blühen kann, wenn auch nicht besonders schön, und einen pflanzlichen, sonst pflanzlichen Zellaufbau hat und ihr halt wirklich lediglich das grüne Chlorophyll fehlt, mit dem sie Photosynthese betreiben könnte, dafür aber stattdessen eben irgendwen anders parasitiert, indem sie sich zum Beispiel von einem Pilz versorgen lässt, und zwar komplett versorgen lässt, ohne dem Pilz dafür irgendwas zurückzugeben. Da gibt es so diverse schöne Beispiele aus dem Pflanzenreich. Wir gucken uns jetzt mal die Mistel an, als wäre es ein Baum und als wäre das hier ein Baumvideo, was natürlich nicht der Fall ist, aber beim Baumvideo kommt ja als erstes nach ein paar einführenden Worten, die ich jetzt vorgetragen habe, der Bestimmungsteil. Ne? So, Bestimmungsteil in kurz ist sehr einfach. Wenn ihr einen Baum habt und in eurem Baum hängen so komische Kugeln drin, die ja offensichtlich auch irgendwie aus Blattmasse bestehen, und man sieht sie besonders gut im Winter, weil im Winter ja der Rest vom Baum kahl ist, ja, dann sind das Misteln. Das kann nichts anderes sein. Das ist einfach und ausschließlich können das nur Misteln sein. Bei so einem Anblick, ne? Mit diesen Kügelchen. So, und da haben wir auch ein Stück Mistel. Ja, jetzt auch ein scharfes Stück Mistel. Und das Erste, was natürlich auffällt, sind diese ledrigen Blätter. Die sind wirklich gar sehr ledrig. Wenn man es eins nimmt, das mehr in der Sonne hängt, kann man es auch schöner sehen. Natürlich macht meine Hand jetzt Schatten. Sehr feste Blätter, sehr dick gefühlt, fühlen sich an wie Gummi, fühlen sich an wie Leder. Und das liegt daran, also wie Leder. Und das liegt natürlich daran, dass die Mistel immer grün ist. Und wenn man immer grün ist und Blätter hat, dann müssen Blätter genau so beschaffen sein, wie wir das hier bei diesen Mistelblättern sehen können. Sie könnten noch ein wenig größer sein, sind sie zwar nicht, aber wichtig ist vor allen Dingen halt eben wirklich diese lederartige Struktur. Einfach weil das Blatt muss ja auch niedrige Temperaturen aushalten können, und da in so einem Blatt auch immer Wasser drin ist, und wenn das Wasser gefriert würde, ist das Blatt eben entsprechend verreißen, es sei denn, das Blatt ist einfach mechanisch so stabil, dass es eine gewisse Eisbildung in sich selbst ertragen kann. Misteln lagern auch ein gewisses Frostschutzmittel ein, damit im Winter nicht allzu viel passiert, was die Erfriererei angeht. So, und jetzt haben wir es hier speziell mit der Laubholzmistel zu tun oder mit der weißen Mistel, und die heißt weiße Mistel, weil die Früchte hier, die sind natürlich noch nicht reif, normalerweise stark weiß sind, also wirklich deutlich, deutlich weiß, relativ transparent. Und daher dann eben entsprechend weiße Mistel, die werden auch noch viel, viel, viel größer. Das sind jetzt halt eben nur die vorreifen Früchte, ne? Die Früchte haben noch eine wesentliche Eigenschaft, die man auch zum Bestimmen heranziehen kann. Sie sind sehr, sehr klebrig. Und wenn ich jetzt hier mal, wenn ich jetzt hier mal versuche, eine davon anzuschneiden, ohne mich selbst zu schneiden, so, dann kann man hier an meinem Messer sehen, da ist so ein Klebfilm drauf. Und auch sonst, ja, da zieht er Fäden. Das wollte ich zeigen. Ist einfach da das Innere dieser Mistelfrüchte wirklich eine sehr, sehr, sehr klebrige Geschichte. Und das ist wichtig. Und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Jetzt haben wir sie ja gesehen. Bestimmung ist auch wirklich nicht schwierig. Es gibt nur eins, was so am Baum hängt. Und wenn es dann noch weiße Beeren hat, oder zumindest solche Beeren, die so aussehen, als könnten sie weiß werden, dann handelt es sich auch um die weiße Mistel. Ihr werdet bei uns in Mitteleuropa sowieso kaum noch eine andere finden. Und deshalb lasse ich die anderen jetzt einfach mal weg. In 95% der Fälle, dass ihr eine Mistel am Baum findet, ist es die weiße hier. Wie heißt der denn auf schlau? Viscum alba. Viscum alba, ja, so heißt sie. Genau. So, und dann werde ich jetzt mal versuchen, so den Entwicklungszyklus von so einer Mistel inklusive dem beginnenden Parasitismus und so weiter und so fort zu erklären. Also wir haben jetzt erstmal eine Mistel, die sitzt irgendwo auf dem Baum. Ne?
So, die will sich jetzt reproduzieren, weil der geht es eigentlich ganz gut. Jetzt braucht sie dafür, anders als manch andere Pflanze, irgendwo nebendran noch eine andere Mistel, denn die Mistel ist zweihäusig, das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die Pflanzen sind getrennt geschlechtlich. Wenn also nicht irgendwo im näheren Umkreis eine weibliche Mistel zu finden ist, sofern man selbst eine männliche ist, oder umgekehrt, selbstverständlich, dann wird es mit der Befruchtung schon wieder schwierig und dann wird die Mistel, die da an dem einzelnen individuellen Baum hängt, vielleicht schon ein relativ langes Leben haben. Sie wird sich aber nicht großartig viel reproduzieren können und nicht zum Verbreiten der Mistel beitragen. Wenn hingegen irgendwo in der näheren Umgebung eine weibliche Mistel zu finden ist, dann könnte es klappen. Ne? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Mistel, von der wir gerade sprechen, eine männliche ist. Gut, deswegen blüht die jetzt. Wann blüht die? Im Januar oder im Februar. Gegebenenfalls auch im März. Je nachdem, wie halt gerade Winter und komplett den ganzen Winter entlang blühen, ist auch möglich. Warum das? Naja, unsere Mistel ist immer grün, unser Laubbaum ist es nicht. Das heißt, wenn jetzt unsere Mistel dann blüht, wenn der Laubbaum blüht, dann ist das scheiße, weil dann kommt ein Haufen Bestäuber angeflogen. Aber der komplette Baum ist voller Blüten. Da müssen die Bestäuber innerhalb des ganzen Baumes erstmal die einzelne Mistel finden, die da mittendrin hängt und auch blüht und sich nicht von den ganzen anderen Blüten von dem Laubbaum eben entsprechend ablenken lassen. Deswegen denkt sich die Mistel, ja dann blühe ich doch lieber viel früher als die Konkurrenz, also als die Blüten um mich herum, damit in der Zeit, wo es gerade so losgeht mit den Flugaktivitäten der potenziellen Bestäuber, die dann nur zu mir kommen können. Außerdem fällt so eine Mistel ja viel mehr auf innerhalb des Baums, solange der Baum noch kein Laub trägt. Das ist also eigentlich eine ganz clevere Strategie und wer soll jetzt bestäuben? Fliegen. Wenn also das Bienensterben kommt, dann hat die Mistel einen großen Vorteil, nämlich die braucht keine Biene, die braucht Fliegen. Dementsprechend hat die Mistel, wenn sie dann blüht, tut sie ja jetzt nicht, ganz kleine, unscheinbare Blüten, im Grunde hässlich, also nicht schön, die sind jetzt auch nicht abstoßend, aber keine optisch attraktiven Blüten halt eben entsprechend. Und die braucht sie auch nicht, weil die müssen vor allen Dingen riechen. Eine Fliege fliegt zum Bestäuben immer dahin, wo es interessant riecht, aus Fliegensicht. Teilweise durchaus so ein fauliger, unangenehmer Geruch, der allerdings, das können wir kaum riechen. Also wir müssten schon entsprechend an der Blüte rumschnuppern, damit man da überhaupt irgendwas wahrnehmen kann. Auch dann braucht man eine gute Nase. Aber für eine Fliege muss das wohl relativ attraktiv riechen. Die kommt dann an und mampft da das, was von der Blüte entsprechend bereitgestellt wird, von der männlichen erstmal. Währenddessen bleibt an der Fliege kleben ein Pollenpaket in Klebstoff, also so ein viele, viele Pollen zusammen zu einem kompakten Paket und das ist dann auch noch klebrig. Und das bleibt an unserer Fliege hängen und im Idealfall fliegt die Fliege danach zu einer weiblichen Mistel und mampft da auch das, was an der weiblichen Blüte bereitgestellt wird und liefert dann da halt eben auf diesem Wege dieses Pollenpaket dann ab und dann findet die Befruchtung statt und es wächst eine befruchtete Mistelbeere entsprechend heran, beziehungsweise ich glaube pro Blüte durchaus auch mehrere Beeren potenziell, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ist ja auch nicht so wichtig, sagen wir jetzt einfach mal, es wäre eine, einfach der Übersichtlichkeit halber. Gut, da drin, also die besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, wenn man so möchte. Es gibt die äußere Hülle, also wenn sie reif ist, besteht sie dann aus diesen drei Teilen. Die äußere Hülle, die ist essbar und die ist recht zuckerhaltig und recht süß und daher sehr beliebt bei verschiedenen Tieren. Allen voran gibt es die Misteldrossel, die sehr, sehr, sehr viele entsprechende Mistelbeeren futtert. Deswegen heißt sie auch so, weil sie halt gerne mal an die Mistel rangeht. Und dann gibt es noch den, da muss ich kurz nachlesen. Die Mönchsgrasmücke, Entschuldigung, die Mönchsgrasmücke, die geht auch gerne an die Mistelbeeren ran. Allerdings mampft die nicht die ganze Beere, sondern die schnappt sich eher eine, fliegt damit vielleicht ein bisschen weiter und klopft dann drauf rum und nimmt die äußere Schicht, die klebrige äußere Schicht, die nahrhaft ist, die macht quasi ab. So, jetzt befindet sich in der äußeren zuckerreichen Schicht nochmal eine zusätzliche, ebenfalls klebrige Schicht, klebrige Masse. Und in dieser klebrigen Masse sitzen jetzt 3 bis 4 pflanzliche Embryonen. 4 ist selten, 3 ist quasi immer. Und
dadurch, dass diese innere klebrige Masse vor Verdauung geschützt ist, insbesondere vor Verdauung durch beispielsweise die, die Misteldrossel, kann die komplette Beere von der Misteldrossel gefressen werden. Und was dann am Ende aus der Misteldrossel hinten wieder rauskommt, nach Möglichkeit, wenn die Misteldrossel auf einem anderen Baum als der Mistel, wo sie die Beere gefressen hat, sitzt, ist wiederum dieses klebrige Paket, das dann hoffentlich, so möchte das zumindest gerne die Mistel, irgendwo auf der Borke des Baumes, auf dem gerade der Vogel eben entsprechend sitzt, liegen bleibt, beziehungsweise kleben bleibt. Deswegen ist es ja klebrig, damit die Chancen, dass das oben bleibt, vergleichsweise groß sind. Weil wenn es runterfallen würde, da hätte die Mistel nichts von. Außerdem, Vogel ist auch eine gute Möglichkeit, um oben auf den Baum zu kommen, weil alles andere liefert einen halt eben nur unten ab. Man könnte noch mit sich mit Insekten transportieren lassen, aber dafür sind dann die Samen wieder zu groß, beziehungsweise die Beeren zu groß. Da würde das nicht funktionieren, deshalb bietet sich wirklich ein Vogel an. Etwas anders sieht das mit der Verbreitung durch eben die Mönchsgrasmücke aus, weil die zerfetzt den ganzen Samen. Und was der Samen dann noch hoffen kann, beziehungsweise die Embryonen, ist, dass dieser Zerlegungsprozess, dieses Auseinanderhacken mit dem Schnabel auf der Rinde passiert, eines potenziellen Wirtsbaums, weil da lässt sie auch dann eben dieses unverdauliche Glibberding im Inneren eben entsprechend übrig und das bleibt dann nach Möglichkeit kleben. Und auch dann sind wieder die Embryonen mit ihrem Klebepaket an der Oberfläche sozusagen der Rinde angekommen. Okay, in jedem Fall haben wir jetzt also diesen Status. Was passiert jetzt? Jetzt keimt da erstmal unsere Embryonen, wahrscheinlich einer, möglicherweise zwei, in seltenen Fällen auch gleich alle drei. Deswegen sind es ja mehrere, damit halt die Chance, dass da überhaupt was keimt, entsprechend höher ist. Und wenn da was keimt, da muss ich kurz nachlesen. Ja, wenn da was keimt, dann gibt es ein Hypokotyl mit negativer Photoaxis. Ha, gut, nicht? Ja, sowas muss ich dann nachlesen. Im Prinzip das Hypokotyl, das ist der Keimling, der Keimfaden, das Keimblättchen, je nachdem, wie man das halt jetzt in der entsprechenden Ausführung bei der jeweiligen Pflanze hat, dass sich relativ gut fortbewegen kann und auch ziemlich schnell wächst, weil es kann ja noch aus den von der Energie, die im Samen vorhanden war, entsprechend zehren. Im Fall von unserer Mistel ist jetzt dieses Glibberzeug, das zwar unverdaulich ist, aber gleichzeitig eben, also ein Teil von diesem Glibberzeug, eben sozusagen die Energiereserve, die jetzt unsere mini-mini-mini-superjunge Hypokotyl-Mistel eben entsprechend zur Verfügung hat. Mit dieser Energie muss sie aber auch haushalten. Bei den meisten Pflanzen ist es so, dass sie jetzt mit ihrer Initialenergie, die ihnen eben von ihrem Samen mitgegeben wurde, als allererstes mal ein Blatt bauen. So, weil dann können sie gleich mit Photosynthese loslegen und dann sind sie nicht mehr auf das bisschen an Energie, was ihnen mitgegeben wurde, angewiesen. Wenn man sehr viel Energie mitbekommen hat, wie zum Beispiel eine Eiche, eine junge, in der Eichel, na, da ist ja jede Menge Energie drin. So eine Eiche ist ja auch ein großer Samen, vergleichsweise großer Samen. Da geht erstmal was. Oder die größte Nuss der Welt, das ist so eine kokosnussartige, gigantische Nuss, die ist ungefähr so groß. Man kann sie auch per Post verschicken. Sehr, sehr beliebtes Souvenir, dass man halt eben diese Dinger einfach eine Briefmarke draufklebt, wenn man auf den entsprechenden Inseln unterwegs ist und dann diese riesige Nuss verschickt. Das ist der größte Samen im Pflanzenreich. Das Ding ist deswegen so riesig, weil die Verbreitung, das ist ein totaler Exkurs, aber ich erzähle es trotzdem, weil die Verbreitung so funktioniert, dass diese Dinger sind schwimmfähig. Die fallen von der Palme, rollen hoffentlich, weil die Palme gefühlt einen halben Meter über dem Meer steht, den halben Meter noch runter, bis in die Nähe der Brandung. Und wenn da mal größere Brandung kommt, dann wird die Nuss eben aufgenommen und weggeschwemmt. Und die schwirrt dann theoretisch wirklich sehr viele Jahre durchs Meer und irgendwann kommt sie auf einer anderen Insel an und wird da an den Strand gespült, so ein bisschen weiter rein halt, damit sie einigermaßen liegen bleibt und nicht gleich wieder weggenommen wird. So, und in dem Moment beginnt das Ding zu keimen und da bildet es auch ein Hypokotyl. Und das Hypokotyl von dieser gigantischen Nuss hat ja unglaubliche Energiereserven dabei, deswegen ist diese Nuss unter anderem so gigantisch und damit sie besser schwimmen kann, weil da Schwimmgewebe drin ist, also hohles Material schlicht und ergreifend. Und dieser Faden ist jetzt in der Lage, so lange den Strand entlang zu kriechen, wenn man so möchte,
bis das Ding im Inland angekommen ist, da wo gute Wachstumsbedingungen herrschen, da wo man als junge Palme nicht damit rechnen muss, wegen jedem Scheiß gleich entsprechend wieder ja, weggespült zu werden oder sonst wie. Und da beginnt jetzt die eigentliche Palme zu wachsen. Da beginnt sie dann Blätter zu bilden und so weiter und so fort. Das heißt, die kann also mit ihrem Hypokotyl theoretisch, boah, weiß ich nicht, 100 Meter oder was zurücklegen. Ja gut, vielleicht nicht ganz 100 Meter. Jetzt hocke ich doch ein bisschen zu sehr im Licht. Machen wir es so, ist ein Kompromiss. Dann habe ich eine halb angeschienene Gesichtshälfte und eine weniger. Das ist immer schwierig mit der niedrig stehenden Sonne. Insbesondere, wenn sie dann auch noch richtig scheint. Gut, ja, unser Hypokotyl von unserer Mistel kommt jetzt nicht so weit wie das von dieser tollen Nuss. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt, die Nuss. Sondern das kommt nur ein ganz kleines Stückchen weit. Und jetzt habe ich ja erzählt, das hat eine negative Photoaxis. Die Photoaxis ist das, was eben gerade Pflanzen die Richtung vorgibt, in die sie wachsen sollen. Insbesondere ein Baum, der soll immer nach oben. Man sagt ja immer, Pflanzen wachsen zur Sonne hin. Und das kann man ja auch bei Zimmerpflanzen wunderbar beobachten, wenn man die irgendwo hinstellt und dann woanders hinstellt und das Licht kommt dann plötzlich aus der anderen Richtung, dann macht die Pflanze eine Kurve und wächst in die andere Richtung, je nachdem, was das halt für eine Pflanze ist. Und bei unserer Mistel ist jetzt angeboren, dass sie genau das Gegenteil macht. Sie registriert, wo ist das Licht und wächst in die andere Richtung. Einfach damit sie eben in die Rinde reinkommt. So, wenn sie jetzt die Rinde berührt, also unser Hypokotyl die Rinde berührt, dann baut es erstmal so eine Art kleine Plattform, so einen kleinen Teller, also einen kleinen Saugnapf, einfach um befestigt zu sein. Für Pflanzen ist es ja auch wichtig, dass da, wo sie dann mal sitzen, sie da auch sicher sitzen und sie da nicht weggerissen werden können, weil sich wirklich verankern, sich da an seinem Wuchsort festmachen kann eine Pflanze nur ein einziges Mal im Regelfall in ihrem Leben, nämlich dann, wenn sie ganz, 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 ganz jung ist und wenn man sie dann nochmal irgendwie mechanisch entfernt, dann ist sie tot. Meistens, bis auf so ein paar Spezialisten. Die Mistel gehört nicht dazu. Gut, jetzt hat sie da also diesen kleinen Teller. Das nächste, was sie jetzt macht, ist ein Keil nach unten. Also so ein richtiger Durchdringungskeil, ein Eindringkeil. Also wirklich ein mechanisch festes Gebilde, mit dem sie die Rinde ein Stückchen aufbricht. Das braucht enorm viel Energie. Ne? Und viel hat sie nicht, weil dieses Glibberdingens, so viel war da nicht drin. Und insbesondere, wenn da jetzt drei Mistelembryonen drin gekeimt sind, dann ist für die einzelnen ja noch weniger Energie da. Deswegen ist es vielleicht unbedingt gar nicht so gut, wenn alle drei keimen. Aber wenn zwei zum Beispiel ausfallen, ist halt noch ein dritter da. Deswegen diese mit drei Stück, beziehungsweise theoretisch ganz selten vier Variante. Gut. Und jetzt dieser Keil anlegen, wie gesagt, der muss ja auch noch mit einem gewissen Druck nach unten gedrückt werden und das braucht alles ein gewisses Maß an Energie. Und jetzt ist noch ein bisschen Energie übrig. Und jetzt bildet unsere Mistel einen, ja, Saugfaden, wenn man den so nennen möchte. Also es ist ein Ansaugorgan in Fadenform. Das nennt sich Haustorium. Und dieses Haustorium wird jetzt, soweit es geht, eben durch diesen Keil aufgebrochene Rinde nach innen geschoben. Das kann, wenn es gut läuft, einen Millimeter vielleicht weit gehen. Ne? Irgendwann geht diesem Haustorium dann der Saft aus, weil nichts mehr da ist von der Initialenergie halt eben aus dem Samen. Und dann Schluss. So. Jetzt könnte man meinen, okay, dann hat die Infektion wohl nicht funktioniert. Dann ist die Mistel jetzt hin. Nein! Die Mistel geht jetzt in ein Schlaf, in ein Überdauerungsstadium über und macht schlicht und ergreifend gar nichts mehr, die junge Mistel. Stattdessen lässt sie jetzt einfach mal den Baum, also den Wirtsbaum, wachsen. So, und der wächst. Und wächst und wird dicker und der Ast, auf dem die Mistel sitzt, wird dicker und die Borke wandert über unser Mistelhaustorium nach oben. Haustorium sitzt hier, Borke wird immer dicker, irgendwann hört die Borke auf, unser Haustorium sitzt immer noch hier und das Haustorium erreicht dann irgendwann den Bereich
in der Borke, in dem die Säfte fließen. Ne? Das Phloem nennt man das. Das ist eben der Bereich im Baum, habe ich ja eingangs schon erwähnt, in dem dann der Zuckertransport und der Assimilattransport im Wasser stattfindet. So, in dem Moment, wo unser Haus Thorium jetzt in greifbarer Nähe von der Wasserleitung des Baumes ist und der Nährstoffleitung des Baumes, aber das ist noch nicht bewiesen, dass es da dann auch noch Nährstoffe draus nimmt, in dem Moment dockt es da dann quasi an, wächst da rein, startet den Saugprozess, wächst weiter, bildet quasi Seitenwurzeln, die darf man jetzt auch schon Wurzel nennen, eigentlich sind Seiten des Haustorien, weil es auch wieder so Saugorgane sind, aber im Grunde sind es Wurzeln und mit denen bildet es quasi so einen langen Faden und da gehen dann immer mehr wieder welche runter, eben entsprechend in die Bahn, in der es dann saugt. Es gibt dazu ein schönes Bild, das kann ich euch noch einblenden und werde ich auch tun. So, jetzt, da kann man auch so ein bisschen erahnen, wie das mit diesem Keil mal gewesen sein könnte. Also was auf diesem besagten Bild da jetzt so keilförmig reinragt, das war natürlich nicht der Initialkeil. Der Initialkeil ist viel, 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 viel kleiner. Aber das Wachstum der Mistel, die Holzbildung vom Mistelholz, sieht dann am Ende auch so keilförmig aus. Und mit diesem Keil sitzt das dann quasi irgendwann dann wirklich die Mistel im Holz ihrer Wirtpflanze, weil die Wirtpflanze wird ja immer dicker und baut dann quasi die Mistel nach und nach unten in sich selber ein. Das ist ja gerade das Teuflische, wenn man so möchte, dabei. Beziehungsweise das Effiziente. Da kann man sich jetzt streiten, ob das gut oder böse ist. Es gibt ja keine Moral im Pflanzenreich. Gut, so, jetzt hat unsere junge Mistel also endlich Nährstoff und Wasser und alles Anschluss. Und dann kann sie jetzt anfangen, nach oben noch zu wachsen und überhaupt erst einen richtigen Stängel auszubilden. Und an diesem Stängel jetzt Blätter und so weiter und so weiter. Das generelle Wachstum von Misteln ist sehr, sehr, sehr langsam, zumal es ja eine ganze Weile dauern kann, bis nach erfolgter Keimung das Wachstum überhaupt einsetzt. Aber selbst wenn es dann einsetzt, dann bleibt es sehr, sehr langsam. Eine Mistel wird bis zu 70 Jahre alt. Sagt man. Mag schon sein, dass mal einzeln noch mal ein bisschen älter werden. Und das ist schon beachtlich. Und in diesen 70 Jahren hat sie natürlich dann auch wieder reichlich Zeit, sich zu reproduzieren und wieder neue Samen zu produzieren, weil irgendwo woanders wahrscheinlich noch eine andere Mistel sitzen wird. Es ist ja auch durchaus so, dass diese Vögel, die sie entsprechend verbreiten, mehrmals am gleichen Baum vorbeischauen. Die haben ja auch ein entsprechendes Revier und von Mistel zu Mistel fliegen, einfach weil es da was zu essen gibt. Deswegen ist das mit der Zweigeschlechtlichkeit gar nicht so verkehrt in dem Sinne. Zwei Geschlechter zu haben, also unterschiedlich geschlechtliche Individuen zu sein, hat halt den Vorteil, dass man Selbstbefruchtung vermeidet. Weil sonst könnte ja quasi eine Fliege von der einen Blüte zur anderen Blüte zur anderen Blüte auf der gleichen Pflanze fliegen. Und wenn die gleiche Pflanze halt eben männliche und weibliche Blüten hat, dann befruchten sich die Blüten auf der gleichen Pflanze dauernd gegenseitig. Das ist nicht so effizient, weil damit kriegt man ja am Ende auch wieder einen etwas rekombinierten, aber fast auch wieder nur einen Klon von sich selbst hin. Und das sorgt halt einfach dafür, dass da Gendefekte auftreten und eben nicht der positive Effekt, den normalerweise Sexualität mit sich bringt, dass man sich eben weiterentwickeln kann, dass die Evolution schneller ihren Lauf nehmen kann, der geht dann halt relativ stark bis gänzlich verloren. Es gibt Pflanzen, die sind selbst steril, heißt, die lassen sich nicht vom eigenen Pollen befruchten, da gibt es so Mechanismen. Ja, und die andere Möglichkeit, um eben Probleme, die dabei auftreten können, zu vermeiden, ist halt wie gesagt die Zweihäusigkeit, dass man einfach gar nicht beide Pollen auf der gleichen Pflanze hat. Was kann man jetzt noch Schönes zum Mistel erzählen? Spannend ist, die Früchte sind ja weiß. Die sind insbesondere im reifen Zustand ziemlich, ziemlich weiß. Warum sind die weiß? Weil die Embryonen, die drin sitzen, schon fertige Mini-Mini-Mini-Pflanzen eigentlich sind, für einen pflanzlichen Embryo schon sehr weit entwickelt und die sind schon grün. Das heißt, die können im Samen selbst jetzt schon Photosynthese machen, also in der Beere selber drin noch Photosynthese machen. Das schafft ihnen dann nochmal einen zusätzlichen Wuchsvorsprung. Und auch, weil die Energie bis zum Infizieren des Wirts ja ohnehin so knapp ist, können sie da auch dadurch, dass sie schon grün sind, so ein ganz winzig kleines bisschen an zusätzlicher Energie eben aus der Photosynthese, die sie dann schon beschreiben, gewinnen. Dann ist noch spannend, ich guck mal.
Ja, okay, ich finde jetzt nichts mehr in Sachen Pflanzenwachstum, was jetzt noch spannend wäre. Ich denke, der Lebenszyklus unserer Mistel ist ganz gut beschrieben. So, und jetzt habe ich ja eingangs schon erwähnt, man weiß jetzt nicht genau, wie schädlich so eine Mistel eigentlich ist. Sie ist ein Parasit. Sie ist sicherlich im Initialstadium, jetzt wo man genau weiß, wie die Keimung eigentlich abläuft, auch darauf angewiesen, zusätzlich gleich noch Zucker entsprechend aus dem Floh eben zu nehmen, damit sie überhaupt dann in diesem Energiesparmodus, in dem sie sich befindet, rauskommen kann, um dann eben entsprechend eigene Biomasse anzulegen, eigene photosynthetisch aktive Biomasse. Übrigens, das habe ich noch vergessen, Misteln bilden keine Korkschicht um ihre Zweige aus und haben ihr Leben lang grüne Zweige, die ebenfalls photosynthetisch aktiv sind. Das war es, was ich noch sagen wollte, genau. Aber zurück zu der Sache mit dem, dem Parasitismus. Kein Mensch weiß es noch nicht zumindest, ob die jetzt nun wirklich nur Wasser entnehmen und eben entsprechend Mineralstoffe aus dem Phloemfluss, wenn sie beginnenderweise grün genug geworden sind, um eigene Photosynthese betreiben zu können, weil viel Energie braucht so eine Mistel nicht. Die ist klein, die wächst langsam, die braucht nicht viel. Andererseits baut sie relativ viele Früchte und die Früchte sind wiederum relativ hochenergetisch. Und das ist halt gerade das, was aktuell in der Mistelforschung stattfindet. Das ist sogar sehr, sehr aktuell und ich bin selten in der Lage, mal sagen zu können, da hat ja jemand einen Wikipedia-Artikel kürzlich aktualisiert, aber, und der ist inzwischen richtig gut. Ich habe mir mal, als ich irgendwann mal eine Mistel gefunden habe, spaßeshalber einfach den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen, weil ich gerade selber nicht mehr so ganz auf dem Laufenden war, was die anging. Und das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her. Und da stand noch nicht viel da. Da stand so ein bisschen was zu den Verwandtschaftsverhältnissen der einzelnen Misteln. Jetzt steht eben dieser ganze Keimungsprozess ganz gut beschrieben da und dass man halt eben jetzt gerade am Forschen und am Untersuchen ist, wie das denn damit zusammenhängen könnte, dass die da jetzt im Phloem sitzt und nicht im Xylemstrom. Wie schädlich ist denn jetzt so eine Mistel für den Baum? Ich weiß, das werde ich jetzt gefragt, wenn ich es nicht erzähle. Also erzähle ich es lieber vorher. Schon ziemlich. Also schon, es macht schon was aus. Also wenn wir uns jetzt hier unser Exemplar da drüben angucken. Ne? Und auch die Dinger, die ich euch immer mal wieder hier per Bild zwischen reinschneide, die sind schon stark befallen. Die werden mit Sicherheit Wachstumsnachteile durch ihren Mistelbefall haben. Außerdem kann Mistel wie Efeu in der Lage sein, bei einer riesen Blattmasse, die da am Baum hängt, die Windwurfwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Weil normalerweise Laubbaum unter anderem deswegen, also beziehungsweise das ist ein positiver Nutzen, den das halt auch noch hat, im Winter deswegen kahl, weil er halt nicht umgeschmissen werden kann, weil der Wind keine Angriffsfläche findet. Wenn da aber massenhaft Mistel drauf sitzt oder massenhaft Efeu, dann ist trotzdem noch eine Windangriffsfläche gegeben und dann kann der Baum deutlich schneller halt eben entsprechend umfallen, wenn da mal ein Sturm kommt. Ja, und außerdem, ab einer gewissen Mistelmasse nehmen die wirklich ordentlich Nährstoffe auf. Gerade wenn es Wasser knapp wird, und Wasser brauchen sie viel, schwierig. Da kann also schon der Ast, auf dem die Mistel sitzt, relativ stark unter Trockenstress leiden, weil, wenn wir uns jetzt nochmal das Ganze genauer angucken an so einzelnen Ästen, und ich drehe jetzt nicht nochmal die Kamera um, ihr habt es ja gesehen, die sitzen meistens recht weit innen in der Krone. Ne? Die photosynthetisch aktive Biomasse des eigentlichen Baumes sitzt aber sehr weit außen an der Krone. Insbesondere ganz oben und ganz außen ist die Biomasse, die am meisten Photosynthese betreibt. Weil die ist frisch, die ist da, wo es am meisten Licht gibt. Das sind sogenannte Lichtblätter. Die machen in 2/3 der Photosyntheseleistung vom Gesamtbaum meistens aus. Also zumindest bei so solitär stehenden Bäumen, wie wir sie hier haben. Und deswegen ist es halt umso schlimmer, wenn dann einem besonders photosynthetisch aktiven Teil des Astes das Wasser ausgeht, weil vorher die Mistel sitzt, vor den aktiven Blättern. Dann bleiben dem Baum also im schlimmsten Fall bei Wassermangel nur noch seine hinter der Mistel sitzenden Blätter, die quasi im Wasserfluss hinter der Mistel beginnen. Und die sind nicht mal im Ansatz in der Lage, so viel Photosyntheseleistung zu bringen, wie eben die Lichtblätter außen. Und dadurch
maximiert sich sozusagen der Schaden, wenn Wassermangel herrscht. In normalen Jahren ohne Wassermangel, da nimmt die Mistel ein kleines bisschen Wasser mit raus. Der Baum muss insgesamt ein bisschen mehr Wasser ziehen. Solange das verfügbar ist, ist das nicht weiter dramatisch. Was die Mistel an Mineralstoffen und so weiter und so fort entnimmt, auch nicht besonders dramatisch. Insbesondere dann nicht, wenn, und das ist bei den Misteln ja meistens so, sie auf einem Baum sitzen, der auf einer auch landwirtschaftlich genutzten Fläche sich befindet. Also gerade hier in Baden-Württemberg findet man Misteln meistens dann an so Bäumen, wenn die Bäume halt irgendwo auf dem Feld stehen, mehr oder weniger solitär. Und auf den Feldern gibt es natürlich auch immer Düngung. Und das bedeutet, Stickstoff ist keinesfalls in irgendeiner Form knapp. Und dann ist es auch wieder dem Baum relativ egal, ob ihm die Mistel noch einen Haufen Stickstoff abzwackt oder nicht, weil da hat er eh genug von. So ist auch zu erklären, dass Bäume, die total behangen mit Misteln sind, wie die Beispiele, die ich euch jetzt gezeigt habe, trotzdem noch relativ vital sein können, einfach weil die Stickstoffversorgung bei ihnen so gut ist und weil die Wasserversorgung bei ihnen relativ gut ist. Und dazu muss man jetzt wissen, dass diese Wiese, auf der ich hier hocke, tatsächlich eine hervorragende Wasserversorgung hat. Das ist so die erste Wiese hinterm Schwarzwald. Also alles, was da entsprechend schwarzwaldtechnisch an Feuchtigkeit runterkommt, sammelt sich hier. Das ist ohnehin so eine leichte Riedlandschaft, in der ich hier hocke. Wasserversorgung ist hier also im Regelfall auch kein Problem. 2018 dürfte es auch hier klappt geworden sein, mit Sicherheit. Aber im Regelfall nicht so schlimm. So, wir können also so grob zusammenfassend sagen, unter Optimalbedingungen stört eine Mistel nicht. Unter Optimalbedingungen stören auch viele Misteln nicht. Kommt es aber zu einer Stresssituation, dann kann der Mistelbefall eben zwischen Leben und Tod sozusagen unterscheiden. Ja, man stirbt also viel eher, wenn man Misteln dran hat. Gut, jetzt gibt es Historisches zur Mistel. Ne? Das ist ja durchaus eine Pflanze, die kulturhistorisch viel Bedeutendes in ihrer Vergangenheit hervorgebracht hat, sozusagen. Also zunächst mal gucken wir uns mal Miraculix an. Wie wir wissen, hängt Miraculix gerne in irgendeinem Baum, wo man ihn rufen muss. Dann fällt er aus Versehen runter, weil er sich mal wieder in den Finger geschnitten hat beim Versuch, die Misteln zu schneiden oder sonst irgendwas. So, und wie schneidet Miraculix seine Misteln? Das ist übrigens eine der beiden bekannten Zutaten für den Zaubertrank. Ich habe die andere vergessen, aber auf jeden Fall müssen Misteln rein, die mit einer goldenen Sichel geschnitten wurden. Aus römischer Überlieferung wissen wir übrigens auch, dass die Misteln beim Schneiden nicht runterfallen dürfen. Das heißt, sie dürfen nicht den Boden berühren, sondern sie müssen runtergenommen, runtergetragen werden. Man darf sie nicht runterwerfen. Egal, Miraculix schneidet jedenfalls seine Mistel mit seiner goldenen Sichel. Und wir wissen ebenfalls aus römischer Überlieferung, dass die Misteln dann besonders wirksam und besonders heilig sind, wenn sie auch von einer Eiche geschnitten wurden. Und das ist übrigens interessanterweise jetzt ein Punkt, wo man sich dann über die römische Überlieferung Gedanken machen muss, ob die römische Überlieferung so korrekt ist. Ihr müsst ja wissen, die Kelten selber, und Miraculix ist ein Kelte, haben nichts aufgeschrieben. Überhaupt nichts. Deswegen, das, was wir über die Bräuche und die Sitten der Kelten wissen, wissen wir nur deswegen, weil es die Römer aufgeschrieben haben, nachdem sie sich mit den Kelten angelegt haben. Das Dumme ist jetzt nur, das ist quasi zeitgenössische Popliteratur, wenn man so möchte, was die Römer damals da so aufgeschrieben haben. Da wird also, um es mal modern auszudrücken, ein gewisser Fake News-Faktor drin sein. Und wir haben heute keine Möglichkeiten mehr, festzustellen, ob die römischen Autoren, in diesem Fall war es Pilinius, der Gute, da Quatsch erzählt haben oder ob die richtig schön recherchiert haben und genau überprüft haben, ob das, was sie jetzt in der Provinz hockend für Rom selber aufschreiben, überhaupt zutreffend ist. Ne? Inwiefern sich so ein Römer wirklich mal mit einem Druiden fachmännisch unterhalten hat, was der da eigentlich so treibt, man darf es vielleicht bezweifeln, da sie sich ja gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Aber Pilinius jedenfalls berichtet, dass A, die Sichel mit der goldenen, die Mistel mit der goldenen Sichel geschnitten werden muss. Ich wage auch, das mit der goldenen Sichel zu bezweifeln. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die da wirklich versucht haben, ein doch noch vergleichsweise festes Holzgewebe, also die sind wirklich nicht super fest, aber die sind schon fest genug, dass man da mit so einem extrem weichen Goldsichelchen schon Schwierigkeiten hätte, die durchzukriegen. Weil wenn ich das einfach nur abschneiden wollte, schaffe ich das mit meinem Stahlmesser nicht. Ne? Gut, mit der Sichel hat man natürlich viel mehr Wucht und wenn du da jetzt so ankommst, dann kannst du schon abschneiden, aber wohlgemerkt mit einem modernen Stahlmesser und keinem schlechten. Goldsichel
klar kann man hingehen und nur hier außen die einzelnen kleinen Blättchen abschneiden. Aber warum ausgerechnet eine Goldsichel? Gut, Gold war damals schon was Edles, damals schon was Wertvolles, gab es ja damals schon Goldschmuck. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eine Bronzesichel gewesen ist, weil Eisen für so einen Zweck zu schade gewesen wäre und der gute Pilinius das einfach nicht so ganz gerafft hat. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Gut. Aber das ist nur meine Theorie. Wir wissen es nicht. Wir müssten den Pilinius nochmal ausgraben, wenn wir wüssten, wo der eigentlich liegt. Und von dem ist, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel übrig. Aber ja, theoretisch. Das also ist die Sache mit der Druidentum. Was die dann genau damit getrieben haben, wissen wir nicht. Achso, und der zweite Zweifel übrigens an dem, was der Pilinius da so erzählt, kommt damit zustande, dass die Misteln ja dann besonders heilig sind, wenn sie von der Eichel stammen. Und jetzt können wir doch nochmal zurück in die Biologie gehen, was ich nämlich vergessen habe zu erwähnen. Gut, dass wir den Pilinius nochmal ausgebuddelt haben, ist, dass Misteln vorzugsweise, insbesondere bei uns hier in der Gegend, Pappeln, Obstbäume, auch mal theoretisch eine Birke, eine Esche und eine Erle befallen können. Also so viel, so was auch in der Auenlandschaft rumsteht, viel, was so auf Feldern steht, da hinten ist, hinter mir ist eine Hasel befallen, da hinten und so weiter. Aber kaum Buche, so gut wie nie eigentlich, und ganz selten mal Eiche. So, jetzt ist entweder die Vermutung von Pilinius ganz genau richtig, weil die Misteln von der Eiche deswegen so super heilig sind, weil es das so ganz selten vorkommt, dass es überhaupt mal Misteln auf einer Eiche gibt. Oder Pilinius weiß gar nicht, was eine Eiche ist, wäre auch vorstellbar. Oder der Pilinius bezieht sich auf eine andere Mistelart, die sehr wohl Eicheln befallen kann, die es nämlich da, wo der Pilinius herkommt, sehr wohl gibt. Deswegen, ja, also insgesamt hat die Aussage vom Pilinius einen gewissen Unglaubwürdigkeitsfaktor. Muss nicht sein, kann aber gut sein. Okay, dann weiterhin in der historischen Verwendung der guten Mistel. Also was die Kelten damit getrieben haben, zu welchem kultischen Zweck, wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Als ich dann munter am Schneiden war, habe ich jetzt tatsächlich noch das komplette Zitat von Pilinius gefunden, also alles, was er zur Mistel wohl geschrieben haben soll. Und damit klärt sich dann doch die Frage, ob er denn jetzt nun Quatsch erzählt oder ob das wohl wirklich so stimmt, was er da so erzählt. Und zwar, ich zitiere, die Druiden halten nichts für heiliger als die Mistel und den Baum, auf welchem sie wächst, namentlich, wenn es eine Eiche ist. Sie wählen an sich schon die Eichenhaine und verrichten ohne deren Laub kein Opfer. Ja, sie glauben, alles, was auf der Eiche wächst, sei vom Himmel gesandt und sehen dies als einen Beweis an, dass die Gottheit selbst sich den Baum erwählt habe. Die Mistel ist aber nur sehr selten. Hat man sie gefunden, so wird mit großer Feierlichkeit dahingezogen und vor allem am sechsten Tage nach dem Neumonde. Sie nennen diesen Tag mit einem eigenen Worte den Allheilenden, bereiten Opfer und Mahlzeiten unter dem Baume und führen zwei weiße Stiere herbei, deren Hörner dann zum ersten Male umbunden werden. Der Priester im weißen Kleide besteigt hierauf den Baum und schneidet mit einer goldenen Sichel die Misteln ab, die in einem weißen Tuche aufgefangen werden. So dann opfern sie Tiere und bitten die Gottheit, sie wolle ihr Geschenk denen, welchen sie es gegeben hat, segnen. Sie glauben, ein von diesem Gewächs bereiteter Trunk mache ein jedes unfruchtbares Tier fruchtbar, auch sei es ein Hilfsmittel wider aller Gifte. So viel Verehrung bezeugen oft ganze Völker den gewöhnlichsten Dingen. Ja, und hier wird es im vollständigen Zitat auch erwähnt, dass die Misteln auf den Eichen wohl wirklich sehr, sehr selten sind und auch das Mysterium, was die denn nun mit den Misteln genau angestellt haben, wird auch geklärt. Leider ist das die einzige Quelle, die ich gefunden habe. Ich kann also nicht überprüfen, ob es dieses Zitat nun richtig ist oder nicht, aber macht
klingt glaubwürdig und macht auch Sinn. Und hier wird auch namentlich dann die goldene Sichel erwähnt. In allen anderen Quellen, die ich gefunden habe, wird sie nur am Rande hineingedichtet, dass das angeblich so sein soll, ohne dass genannt wird, warum eigentlich. Ne? Und ja, wie gesagt, Misteln auf Eichen sehr selten. Der Aufwand, wenn man mal eine findet, ist entsprechend groß. Und das ist dann wohl das Event schlechthin. Ja, und das muss ich sagen, klingt jetzt nun wirklich ziemlich glaubwürdig irgendwie. Gehen wir also mal davon aus, dass der gute Pilinius also doch recht hat, und weiter im Text. Die Germanen, denen war die Mistel ebenfalls heilig. Da wissen wir allerdings nur wieso und auch nicht, was sie damit getrieben haben. Aber wir wissen, dass sie ihnen deswegen heilig war, weil sie als Pflanze zwischen Himmel und Erde wohl von den Göttern ausgestreut wurde. Und die Samen sind dann in den Zweigen der Bäume hängen geblieben und da ist dann die Mistel gewachsen. Und als von den Göttern gesäte Pflanze war die dann entsprechend ziemlich heilig, ne? Aber auch da, wie gesagt, keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Gut, dann wissen wir ja, dass in England auch heute noch Mistelzweige gerne auf irgendwelchen Partys irgendwo aufgehängt werden, damit man sich dann darunter knutschen darf. Das ist wohl so auch gewesen, dass das früher besonders viel gemacht wurde und insbesondere bei den Misteln, die halt über der Tür hingen, die müssen ja ursprünglich über der Tür hängen, einfach um Frieden zu bringen, weil da wurde der Friedenskuss ursprünglich mal ausgetauscht, vermutet man, dass das also eigentlich als Friedensbrauch gedacht war. Später wurde es dann auch so ein bisschen als Fruchtbarkeitsbrauch genommen und vor allen Dingen war das deswegen beliebt, weil auch unverheiratete Paare sich unkritisch küssen durften, sofern das Ganze dann unter dem Mistelzweig in der Türe quasi passiert ist. Also auch schön öffentlich, damit man sicher gehen kann, dass da nichts weiter passiert als nur rumknutschen, ne? Und das sind also auch nochmal so mögliche Anwendungen, wie man die Mistel verwendet hat. Kommt also wohl wirklich von der Insel, wurde dann auch auf Deutschland bzw. Amerika selbstverständlich auch übertragen. Da sind ja auch genügend von der Insel auf die andere große Insel sozusagen. Und das auch noch auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und außerdem, das ist meine persönliche Lieblingssache, wenn es um die Mythologie dahinter geht, der Balder, der Ase Balder, also sprich so ein Gott, der ja wohl sowohl als auch eben alten Germanen, als auch eben Wikinger bzw. skandinavischen Völker, da hieß er Baldur, oder ist das wieder ein anderer? Bin mir nicht sicher, muss ich nochmal nachlesen, aber jedenfalls bei uns hieß er Balder. Bei unserer entsprechenden Asenreligion, die wir da mal hatten. Der Balder ist ein Sohn vom Odin und beziehungsweise vom Wotan, je nachdem, wie man fragt. Und der Freya beziehungsweise Frigg mit 2G geschrieben. Auch wieder, je nachdem, wie man fragt. So, und über den wissen wir eigentlich nicht viel. Wir wissen auch unter anderem nicht, was für eine genaue Funktion, sakrale Funktion der jetzt eigentlich hatte. Der eine ist der Gott des Donners, der nächste ist der Gott, also wenn man zum Beispiel zu den Römern geht, die haben ja auch für jeden Scheiß irgendeinen Gott, ne? Also der Gott der Klospülung, der weiß ich nicht, ob es den gab, aber vorstellbar wäre es, zumal die Klospülung bei den Römern ja schon relativ fortschrittlich war. Jedenfalls kann man da ganz gut bei den nordischen Göttern sagen, die haben auch so eine Art Götterbote, die haben einen Kriegsgott, die haben einen Donnergott und so weiter, kennt man ja alle tollen Naturphänomene, die man so nicht so ganz, oder Fruchtbarkeit oder, ne, also so Sachen, wo man halt ganz praktischerweise mal hin und wieder mal Hilfe haben möchte. Beim Balder wissen wir nicht, wozu der eigentlich da ist. Wir wissen nur, dass der ein Pferd. Ja, der war mal mit dem Pferd unterwegs und das ist ihm wohl kaputt gegangen und dann hat irgendein anderer Gott ihm geholfen, das Pferd zu heilen. Muss ich nochmal genau durchlesen, diese Geschichte. Ich habe erst zum Geburtstag ein entsprechendes Buch mit nordischer Mythologie, also germanisch-nordischer, das ist ja alles so mehr oder weniger dasselbe, Mythologie geschenkt bekommen, ganz spannend. Aber jetzt der Balder, was hat der Balder denn mit der Mistel zu tun? Der Balder, als er noch jung war, da hat er geträumt, dass er sterben wird. Und er hat wohl auch geträumt, dass er wohl erschossen wird mit einem pfeilartigen Gebilde. So genau wissen wir auch das wieder nicht. So, und da hat er natürlich Angst bekommen, weil Sterben ist natürlich nicht so lustig. Und dann hat er seiner Mutter, der Frigg, das erzählt. Und die Frigg, oder Freya, war halt eben entsprechend gut gestellt bei der Natur und ist dann hingegangen und hat sämtlichen Tieren und sämtlichen Pflanzen den Eid abgenommen, dass sie dem Balder nichts tun dürfen. Ja, und damit
ist ja nichts mehr da, was ihm was tun kann. So die wahnsinnig tiefgehende Logik dahinter. Das Problem ist nur, dass die arme Frick vergessen hat, den dünnen, kleinen, jungen Mistelzweig zu fragen und um den Ei zu bitten. Und so wurde der Mistelzweig leider übergangen. Jo, und der Loki, ja, das ist ja der Böse, den kennen wir, der hat das leider mitbekommen und hat dann dem Hödur hat er das erzählt. Und der Hödur, das ist ein Bruder vom Balder, der hatte wohl Streit mit dem Balder. Und Brudermord ist ja bekanntlich üblich bei Göttern. Und dementsprechend hat der Hödur dann aus dem Mistelzweig, den der Loki ihm gegeben hat, einen Pfeil gebaut. Und damit hat er den Balder erschossen. Und der Balder war tot. So war das damals. Ja. Gut, jetzt gibt es noch ein bisschen was zum medizinischen Nutzen von dem Ding und ich mache vorher noch einen Schnitt. So, kommen wir zum medizinischen Teil. Beim medizinischen Teil, wie üblich, der Hinweis, ich bin ja ein Mann der Wissenschaft und ich glaube daher nur medizinische Wirkungen, die man irgendwie beweisen bzw. untersuchen und irgendwie feststellen kann, dass da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Ich glaube nicht, was irgendjemand vor 100 Jahren mal auf ein Stück Papier gekritzelt hat, das irgendwo verbuddelt hat, irgendwer anders hat es ausgebuddelt und jetzt war das Papier 100 Jahre alt, es muss ja stimmen, was draufsteht. Ich glaube nämlich nicht, dass es damals, nur weil es irgendwer aufgeschrieben hat, automatisch unbedingt gleich gestimmt haben muss. Ne? Guckt euch mal die Vorstellungen der Heilkunde von irgendwelchen Mönchen aus dem Mittelalter an, da rollen euch auch die Fußnägel hoch. Ne? Und da war man völlig überzeugt, dass das stimmen muss, weil die hatten ihr Heilwissen ja von den alten Griechen oder sonst woher und die hatten auch einen Haufen Scheiß damals schon aufgeschrieben. Ne? Also nur weil es alt ist und es jemand aufgeschrieben hat, muss es nicht zwingend gut sein. Selbstverständlich kann man trotzdem der Meinung sein, dass jede Pflanze gegen irgendeine Krankheit hilft, einfach weil es eine Pflanze und damit generell etwas Positives ist. Und also ein Zeug, wer das glauben möchte, bitte gerne, alles in Ordnung, können wir uns zwar nicht darauf einigen, können wir uns aber darauf einigen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Wenn ich hier irgendwas von irgendwelchen Heilwirkungen erzähle, dann eben nur Zeug, das in irgendeiner Form wissenschaftlich erklärbar und nachgewiesen und überprüft ist. Viel hat man auch noch schlicht und ergreifend nicht überprüft. Da müsste man dann nochmal gucken, ob es da einen Zusammenhang gibt. In den allermeisten Fällen, wenn mal wieder was überprüft wird, aus der volkstümlichen Überlieferung, dass es gegen irgendwas helfen soll, kommt man meistens in ca. 70% der Fälle drauf, nein, bringt nichts, beziehungsweise nicht nachweisbar. Aber hin und wieder, wow, da ist ein Fasan. Näher ranzoomen. Wartet mal, ich hole mal das Teleobjektiv raus. Vielleicht kriege ich noch das Objektiv gewechselt, bevor er weg ist.
Ja, und jetzt geht er wieder, der Herr Fasan. Das war ja cool. Na, da habe ich ja jetzt Glück gehabt. Meine Fresse. Toll. Richtig schöne Aufnahmen von Fasan. Das hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Ich war dem jetzt scheißegal. Das war ja cool. So ein Glück muss man erstmal haben. Und dann auch noch das Teleobjektiv dabei. Das habe ich in den seltensten Fällen dabei. Wow. Bin begeistert. Toll. Toll, 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 toll. Das heißt, wir müssen irgendwann mal ein Fasan-Video machen, jetzt nachdem ich Fasan-Aufnahmen besitze. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt dann immer Aufnahmen zu einem Tier, ein Video zu einem Tier, wenn ich irgendwie an Aufnahmen von einem Tier gekommen bin. Da habe ich schon immer, bisher über jedes Tier, das ich, seit ich einen YouTube-Kanal habe, vernünftig habe filmen können, mit Ausnahme vom Eichhörnchen. Da habe ich es mal gefilmt und dann irgendwann vergessen, dass ich es gefilmt hatte und dann hatte ich die entsprechende Speicherkarte formatiert. Yay! Okay, wir schweifen ab, wir kommen zurück, wir beruhigen uns wieder. Ist da schon wieder ein Fasan? Da ist irgendwas Rotes im Hintergrund. Nein, das ist nur ein Blatt. Ist ja teuflisch. Gut, Heilwirkung. Ich wollte gerade irgend so einen Monolog einleitender Art erzählen. Lassen wir, kommen wir gleich zur Sache. Wo ist mein Büchlein? Hier ist mein Büchlein. Folgendes. Angeblich soll ein entsprechender Tee zum Blutdrucksenken geeignet sein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Gerade das Thema Blutdrucksenken. Es gibt massenhaft Zeug, was wohl irgendwie den Blutdruck senken soll, wo man noch nicht so hundertprozentig erklären kann, warum das funktioniert, beziehungsweise manchmal weiß man auch, dass es funktioniert, man weiß aber noch nicht, wieso. Deswegen, Blutdruck senken ist so vage, da kann man schon, ne? Und so ein Misteltee tut niemandem weh. Mistel ist grundsätzlich nicht giftig, also da ist nichts, die komplette Pflanze könnte man... Schmeckt auch beschissen, aber man könnte theoretisch. Dann aber wichtig, bevor ich jetzt sage, die ist nicht giftig und ihr rennt mit euren Kindern hin und fresst alle Mistel. Die Beeren hier, dadurch, dass die ja dieses innere Glibberding haben, dieses klebrige innere Glibberding und Kind mampft Beere und schluckt das runter und das innere klebrige Ding bleibt irgendwo in der Speiseröhre hängen und das kann passieren, das kann wirklich passieren, das ist sehr glibberig. Man hat aus dem Inneren dieser Mistelbeeren auch früher Leim gemacht, Vogelleim insbesondere. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man jemanden, der Vogelleim verwendet, auch mal irgendwo an einem Baum anleihen sollte, bis er dann elendig verreckt ist. Vogelleim war ja so eine alte Jagdtechnik, in Anführungszeichen, wo man einfach irgendwas, wo die Vögel drauf sitzen, mit Leim beklebt hat, dann sitzen sie drauf und dann bleiben sie hängen und dann verrecken sie elendig. Ne? Aber deswegen eben, weil die Leimkraft dieses inneren Glibbers doch so hoch ist, sollte man da beim Verzehr einfach vorsichtig sein, insbesondere eben bei Kindern. Ansonsten ist das Ding nicht giftig. Und ja, eine gewisse blutdrucksenkende Wirkung ist sicherlich vielleicht nicht verkehrt, wenn man es mal versucht. Ich habe ja auch hohen Blutdruck. 2,5 Gramm Mistelkraut. Mistelkraut funktioniert folgendermaßen. Man trocknet die Mistel und hackt dann ganz, ganz fein vor allen Dingen Blätter, ganz junge Triebe und auch die Beeren. Ja, das ist es im Wesentlichen. Und ganz, 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 ganz fein hacken, entsprechend trocknen. Also vorher trocknen, hinterher trocknen, das weiß ich nicht, das konnte ich nicht recherchieren. Und dann sagt man 2,5 Gramm mit normal handkaltem Wasser, also nicht eiskalt, sondern halt so normales Wasser aus der Wasserleitung, aufgießen, 8 Stunden ziehen lassen und dann hat man einen Misteltee. Also 2,5 Gramm auf eine Tasse oder irgendwie sowas. Ne? Ja, das ist das eine. Das andere ist dann, dass das Misteltoxin, da ist auch eine Form von Gift drin, die ist für uns Menschen aber harmlos. Das Misteltoxin, wenn man sich das, insbesondere das, extrahiert aus der Mistel und sich das injiziert, wirklich Injektion, sonst wirkt es nicht nennenswert, dann sorgt das natürlich dafür, Histamin ist da nämlich unter anderem drin in besagter Mistel, also das ist das Zeug, was Entzündungsreaktionen fördert. Das sorgt dann dafür, dass die Entzündung in ohnehin schon entzündeten Gelenken, beispielsweise bei irgendwelchen chronischen Gelenkerkrankungen, noch stärker wird. Und damit wird eine erhöhte Immunantwort ausgelöst, dadurch, dass dieses Gift eine besondere sozusagen Entzündungsreaktion auslöst. Und die erhöhte Immunantwort wirkt dann schmerzlindernd.
Das ist auch eine nachweislich stattfindende Wirkung. Man kann einen ähnlichen Effekt mit allen möglichen anderen Toxinen auch erreichen, aber unter anderem halt eben auch mit Mistel. Und ja, das ist definitiv eine Wirkung, die existiert. So, gibt noch vielleicht so ein paar andere kleine, klitzekleine Kleinigkeiten, aber besonders im Gespräch und besonders intensiv diskutiert wird es in der Heilkunde meiner Meinung nach, beziehungsweise nach dem, was ich so rausrecherchiert habe, die Verwendung als Antikrebsmedikament. So, das ist jetzt natürlich gleich mal relativ heftig. Krebs ist ja schon eine Hausnummer, ne? Und überhaupt nicht lustig. Folgendes. Da drin sind Stoffe, die die Zytokine Bildung, also die Zytokinbildung erhöhen. Zytokin ist ein Stoff, der für diverse Prozesse innerhalb des Immunsystems zuständig ist, der die Kommunikation innerhalb der verschiedenen Partner, die im Immunsystem zusammenarbeiten, sozusagen verbessert. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Unter anderem sorgt er auch dafür, dass die Immunzellen eine höhere Teilungsrate bekommen oder auch generell Zellen eine höhere Teilungsrate bekommen. Gut, damit haben wir jetzt einen positiven und einen negativen Aspekt dieser Zytokin-Anreicherung im Körper. Weil positiv, Immunsystem funktioniert besser. Wenn Immunsystem besser funktioniert, funktioniert Immunsystem auch besser gegen Krebs. Gegen Krebszellen. Das ist so. Definitiv. Das ist auch völlig unzweifelhaft. Blöd ist jetzt nur, dass gleichzeitig eine Anregung der Teilungsrate verschiedener Zellen auch Tumorzellen betrifft. Das heißt, wir haben einerseits ein besser funktionierendes Tumorzellenangreifendes Immunsystem, gleichzeitig teilen sich die sich aber schneller. Netto kommt man ungefähr hier drauf raus, nach aktuellem Forschungsstand. Aber was man auch nachweisen kann, das kann der Placebo-Effekt sein, das wäre aber eine reine Unterstellung, das kann auch also durchaus auch noch irgendein positiver Effekt sein, den man nicht beschreiben kann. Die allermeisten Patienten weisen darauf hin, dass es ihnen gefühlt besser geht. Also ihr Befinden, das gefühlte Befinden, die sind nicht medizinisch gesunder, aber sie fühlen sich besser nach eben so einer entsprechenden Therapie mit Injektionen wohlgemerkt. Also das muss wirklich eingespritzt werden von diesem Mistel. Saftkonzentrat, diesem Mistelpräparat. Wichtig ist, das soll nur von erfahrenen Medizinern, die sich damit auch auskennen, bitte durchgeführt werden. Das kann man sich nicht selber spritzen oder sonst wie. Also man kann natürlich schon und wenn man Krebs hat, wird es einem vielleicht schon egal sein. Aber sollte man nicht. Und und eine Wirkung ist nicht nachweisbar. Es wäre zwar möglich, wenn eine Wirkung da wäre, diese zu erklären, eben über diese Zytokin-Geschichte da. Aber es hebt sich gegenseitig auf. Und deswegen angewendet werden darf eine solche Therapie mit Mistel-Extrakt oder was auch immer das jetzt genau, wie auch immer dieser Stoff, der aus der Mistel gewonnen wird, jetzt genau zu bezeichnen ist, den man dann den Leuten spritzt, ist dann erlaubt, wirklich offiziell gesetzlich, in der Palliativmedizin. So nach dem Motto, okay, schlimmer kann es kaum werden. Besserung bzw. eine Erhöhung des Wohlbefindens, eine Schmerztherapie und so weiter und so fort bis zum Tod soll gemacht werden. Ja, und dann, warum nicht mit Mistel, wenn es hilft? Und das tut es wohl scheinbar. Also es wird zumindest von den Patienten so wahrgenommen, dass das hilft. Und besser als Morphium ist es ja vielleicht. Weiß ich nicht. Habe ich Gott sei Dank keinerlei Erfahrung mit. Also leider schon mit Leuten, die am Sterben sind und Morphium brauchen, aber persönliche nicht. Und das ist auch gut so. Kein schönes Thema. Kein schönes Thema. Leider habe ich jetzt kein schönes Thema mehr übrig zum Abschluss. Ich hätte mir den Balder hätte ich mir echt zum Schluss aufheben sollen. Oder den Fasan. Wisst ihr was, ich schneide hier nochmal den Fasan rein, damit wir zum Schluss nochmal was Schönes gesehen haben, damit das Ganze ein bisschen freundlicher und fröhlicher ausgeht. Andererseits, das Leben ist ja nicht immer freundlich und fröhlich. Deswegen muss man ja auch fast nicht den Eindruck erwecken, dass es das wäre. Ich schneide trotzdem nochmal den Fasan rein, weil der war cool. Macht's gut und danke fürs Zuhören.